Naja, das ist ein super spannendes Thema. Aus zwei Sichten sogar. Also zum einen, in den letzten Jahren ist mir, glaube ich, kein Projekt begegnet, in dem ich involviert war, wo nicht Komplexität oder besser gesagt die enorm gestiegene Komplexität ein Thema war. Und auf der anderen Seite können wir in der Regel Komplexität nicht eliminieren. Zumindest kann man nicht die Funktionalität beibehalten und erwarten, dass die Komplexität weniger wird. Das wäre so ähnlich wie ein Perpetuum mobile. Was wir natürlich tun können oder könnten, wir könnten Funktionalität aus den Systemen rausnehmen, dann würde mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Komplexität wieder sinken. Nur unsere Systeme sind ja auch eingebunden in andere Systeme. Und die Kybernetik sagt natürlich, dass man das mit betrachten muss. Und nur mal exemplarisch ist natürlich unser System vielleicht eingebunden in das System Marktwirtschaft. Und wenn wir Funktionalität rausnehmen würden, würden wir vielleicht die Gesetze der Marktwirtschaft verletzen und wir wären nicht mehr konkurrenzfähig. Also an der Schraube kann man gewöhnlich nicht drehen. Wir müssen also mit der Komplexität leben. Und auch da gibt es natürlich Möglichkeiten. Aber die zielen darauf hin, mit einer bestimmten Komplexität einfach besser umzugehen. Und eines der zentralsten Mechanismen, die auch lange schon eingesetzt wird, ist Teil und Herrsche. Wir nennen es vielleicht im technischen Kontext hierarchische Dekomposition und dann folgt natürlich immer Aggregation. Und das ist ein valider Mechanismus, der uns in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, solide geholfen hat, früher mit Kompliziertheit und heute mit Komplexität besser umzugehen. Aber was machen wir da eigentlich? Wir zerteilen ein System, ein uns komplex erscheinendes System, in zwei Subsysteme, in der Hoffnung, dass jedes Subsystem weniger komplex ist. Und das ist es in der Regel auch. Das heißt, auf der Elementeebene verringern wir die Komplexität. Nur mit jeder Teilung schaffen wir Schnittstellen. Was wir eigentlich tun, ist, wir verschieben Komplexität aus der Elementeebene auf die Schnittstellenebene. Und dieser Vorgang, der Prozess, ist nicht linear, sondern mathematisch betrachtet polynom. Also mit jeder weiteren Teilung entstehen vielfach mehr Schnittstellen als bei den ersten Teilungen. Und wenn wir jetzt in der Situation sind, dass über Zerteilung unserer Systeme ein polynomes Wachstum der Interfaces stattfindet und das auch noch multidimensional in verschiedenen Dimensionen oder Ebenen meines Systems, dann entsteht ein Beziehungsgeflecht, in dem das Potenzial sogenannter Hidden Links, also einer Beziehung, die übersehen wird, enorm steigt. Und auf der anderen Seite dieser Beziehung entsteht dann Emergenz, also emergentes Verhalten, nicht definiertes Verhalten. Und das kann im Extremfall dann zu Dysfunktion des Gesamtsystems führen. Ein praktisches Beispiel. Spontan fällt mir dazu Bruce Paul Douglas ein, der mal gesagt hat, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Also jetzt kommt der schwierigere Part. In den praktischen Projekten, in denen ich involviert bin, zeigt sich dieses Phänomen darin, dass die Steuergeräte an sich heute relativ stabil funktionieren und in ihren Basisdiensten wenig Probleme machen. Die Probleme treten auf, da wo Fahrfunktionen etabliert werden sollen, die über mehrere Steuergeräte hinweg sich auswirken. Und wenn man einfach mal die Fahrfunktion Lenken betrachtet vielleicht, früher konnte man die relativ simpel restrukturieren oder hierarchisch dekomponieren, indem man gesagt hat, es gibt ein Lenkrad, Lenkgestänge, Lenkgetriebe, Achsschenkel und einmal abgesehen von den Achsschenkeln erfüllt jede einzelne Komponente ausschließlich die Funktion Lenken auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann aber auch wiederum die Fahrfunktion Lenken darüber vollständig abgebildet werden. Also es gibt keine Orthogonalität. Wenn ich heute die Fahrfunktion Lenken betrachte und ich habe die Situation, dass ich noch weiter einlenke und das Auto fängt an, über die Vorderräder wegzuschieben, dann werden die Innenräder abgebremst, also negativ verzögert und das Auto wird noch in die Kurve hineingezogen. Und wenn ich in diese Fahrfunktion weiter reingehe, dann gibt es sowas wie Kurvenlicht, was auch mit Lenken erfüllt. In High-End-Fahrzeugen habe ich Sitzwangen, die dann angeklappt werden, um mich im Sitz zu stabilisieren. Und auf einmal sieht man, dass sich komplexe Wirkketten über verschiedenste Steuergeräte hinweg bilden. Und das ist jetzt noch ein relativ simples Beispiel. Es gibt andere Fahrfunktionen, wo es wirklich hochkomplexe Wirkketten im Gesamtfahrzeug gibt.
Und da erhöht sich natürlich dann die Wahrscheinlichkeit für Hidden Links, für Emergenz und am Ende Dysfunktion. Ja, auch da gibt es wieder andere Engineering-Prinzipien, die genau diese Problematik adressieren. Das sind an erster Stelle, und ich halte das für eins der mächtigsten Contract-Based Design, aber auch viele Prinzipien, die aus der objektorientierten Programmierung stammen, wie zum Beispiel Separation of Concerns, bis hin zu explizit machen dieser Verbindungen, dieser Links, indem man eben unter den Engineering-Disziplinen, auch auf den Ebenen, wirklich Linkbeziehungen in der Technik zieht, die man dann mit Traceability-Analysen wiederum sichtbar machen kann. Und damit zu checken, ob bei einer Änderung, tatsächlich keine Hidden Links entstanden sind.